Heute ist der 9. Oktober 2016. Zu dem derzeit gesuchten, flüchtigen Syrier aus Chemnitz muss man sich fragen, wenn die Polizei, Verfassungsschutz und so weiter wusste oder davon stark ausging, dass der Sprengstoff gelagert hat, warum zur Hölle haben die dann den seine Wohnungstür mit Sprengstoff geöffnet und nicht mit der üblichen Ramme? Das muss kein Mensch verstehen, weil durch diese Wohnungstürexplosion hätte da ein ganzes Wohngebiet, in dem Sinne hier dieses Hackort-Wohngebiet in Chemnitz, in die Luft gejagt werden können. Unglaublich.